Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nordkorea hat ein neues U-Boot präsentiert. Nach Angaben aus Pjöngjang soll es mit taktischen Nuklearwaffen ausgerüstet sein. Machthaber Kim Jong-un sagte, die Ausrüstung der Marine mit Atomwaffen müsse vorangetrieben werden. Unklar ist, wie viele Raketen das Boot tragen und abfeuern kann. Ziel Nordkoreas ist es, über das ganze Spektrum von Atomwaffen und Raketen zu verfügen. In Hongkong haben starke Regenfälle zu Überschwemmungen geführt. Dabei wurden Straßen, U-Bahn-Stationen und Einkaufszentren überflutet. Schulen und Büros wurden geschlossen und die Menschen aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Laut Behördenangaben fielen innerhalb einer Stunde mehr als 158 Liter Regen pro Quadratmeter. Das war der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnung vor 140 Jahren. Nach einer massiven Störung am Münchner Hauptbahnhof rollt der Zugverkehr wieder. Laut Deutscher Bahn sollen Nah- und Fernverkehr wieder weitgehend normal laufen. Nur noch vereinzelt könnten Züge ausfallen, vor allem bei den S-Bahnen und im Regionalverkehr. Gestern war es zu zahlreichen Verspätungen und Zugausfällen gekommen, nachdem bei Bauarbeiten eine Oberleitung beschädigt worden war. Über Stunden konnte der Bahnhof nicht angefahren werden. In Hamburg ist gestern der Deutsche Radiopreis 2023 verliehen worden. Ausgezeichnet als bestes Informationsformat wurde eine Podcast-Reihe von Bayern 2 zum Münchner Olympia-Attentat. Die Kategorie Beste Sendung gewann Radio Bremen. 4 Stunden hatte Bremen Next live aus einem Gefängnis berichtet. Der Deutsche Radiopreis wird in 10 Kategorien vergeben und gilt als der wichtigste Preis der Branche. Und nun die Wetteraussichten.